Wir können gleich anfangen. Okay, willkommen zur nächsten Sendung. Wir haben das letzte Mal mittendrin aufgehört, wie wir gerade umgestellt haben von Rekursiv zu Continuation Passing und das kompiliert noch nicht und dann machen wir jetzt gerade weiter an der Stelle. Das war etwas abrupt aufgehört. Vielleicht hätten wir doch nicht mehr anfangen sollen, vielleicht aber auch doch. Also nochmal zusammenfassend, überall wo wir bisher Argumente übergeben haben, packen wir die jetzt in ein Continuation-Objekt rein. In dem Continuation-Objekt steht eine Referenz zur Calling-Continuation, im Grunde genommen ist es ein Steckframe, was wir hier simulieren, und der P-Counter, in dem der losrennen soll. Dann nochmal zurück zum Trampolin. Das ist hier, das brauchen wir eigentlich nur bei C und bei Java bräuchten sie es auch, bei solchen Sprachen, wo man den Stack nicht anwachsen lassen möchte oder kann oder soll. Und wir deswegen immer in das Trampolin wieder zurückkehren, hin und her springen. Wenn Sie das in Assembler schreiben oder wenn Sie hier ein Assembler-Statement reinmachen können, dann können Sie einen Jump letztendlich machen. Jump Continuation File P-Counter entspricht das eigentlich. Und man kann sich dann das Trampolin sparen. Tatsächlich, wenn wir irgendwann mal Just-in-Time-Code generieren, generieren wir an der Stelle natürlich dann einen Jump, beziehungsweise nicht mehr den Trampolin-Return. Aber das sind wir noch nicht, so weit sind wir jetzt noch nicht. Jetzt wollte ich erstmal aufsetzen hier im Main ein kleines Mini-Test-Trampolin-Programm. Das heißt, er setzt hier ein Caller-Continuation auf, die, wenn er dann dort weitermacht, Finish aufruft. Finish ist hier unser Ende, da gibt er einfach einen Print aus. Dann zurück zum Main. Die Current-Continuation, da habe ich jetzt hier mal einfach eine Expression, die ich evaluieren will. Fange wieder ganz einfach an mit einem Scheme-Symbol. Und übergebe jetzt die Argumente, die vorher in einem Call waren, an Eval, also Expression und Environment übergebe ich jetzt hier in der Continuation, der P-Counter, dann springe ich ins Trampolin. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich das überhaupt zum Kompilieren erstmal bringe. Passing Argument 1 auf Scheme Eval, Main 55, da haben wir hier noch ein paar Probleme, weil das jetzt noch der alte Code ist, der REPL Code. Okay, jetzt kommentieren wir jetzt erstmal aus. Vorläufig, das will ich noch gar nicht testen im Moment. Was brauchen wir noch? Dann haben wir noch, das war es eigentlich schon. Okay, jetzt ist die ganze Geschichte in Scheme Eval natürlich nicht mehr passend. Das heißt, der landet jetzt in Scheme Eval und das ist noch die alte Routine hier drin, weil ich den Code einfach kopiert habe. Scheme Eval. Scheme Eval wird jetzt eine Continuation Function, die liefert eine Continuation zurück. Und kriegt eine Continuation. Dann habe ich das hier schon definiert, dass er sich die Argumente rausholt. Und ja, das war es soweit. Übernehmen, das müsste ich jetzt eigentlich schon tun. Allerdings geht es dann gerade weiter. Scheme Eval 17. Überall, wo jetzt natürlich noch das alte Scheme Eval aufgerufen wird, das müssen wir alles noch umbauen. An der Stelle zum Beispiel müssen wir es gleich ändern. Wie mache ich das jetzt mal? Ich tue es einfach mal auskommentieren und mache überall, wo ich noch nicht war, ein Abort rein. Das erste. Da hätten wir noch eins. Da hätten wir noch einen. Einfach damit ich es jetzt mal kompiliert kriege. Okay, sieht gut aus. Schon besser, Zeile 18 haben wir noch ein Problem. New Scheme Cons. Was sagt er da? Evaluated Arg undeclared. Ach so. Ja, das sollte man vielleicht hier reinmachen. Und kriegen wir es jetzt hin? 151. Okay, das haben wir noch nicht definiert. Das müsste natürlich auch, das muss jetzt auch eine Continuation Function sein, die wieder eine Continuation erwartet. Die Expression im Continuation Arg 1 kriegt und das Environment in Continuation File Arg 2. Dann machen wir da unten wieder ein Undefine hin.
Na. Andef. So. Müsste das auch mal schon mal funktionieren. Immer noch nicht. Rx an der Stelle 0, sorry. Rx an der Stelle 1. Ja gut, die ganzen Return-Values stimmen natürlich nicht, aber wir kommen da eh noch nicht so weit. Das möchte ich erst mal kompiliert kriegen. Build in 166. Oh je, die ganzen Funktionen sind natürlich jetzt alle noch falsch definiert. Ja, auch nochmal Scheme Val Aufruf. So viele sind es ja nicht. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Noch einer. Okay, das müsste es jetzt eigentlich sein. Jetzt sagt der New Scheme Continuation, okay, das haben wir noch nicht definiert, das ist natürlich unser Memory Allocator. Jetzt machen wir es auch erstmal vorläufig so, dass wir das Ding einfach nur per Malloc allokieren. Kopieren wir gerade irgendeinen Copycode daher vielleicht, wo passt denn das am besten hin? Hier unten ans Ende. Und der liefert eine Continuation zurück, New Scheme Continuation. Kein Argument. Der sagt New Continuation und da machen wir ein Scheme Alloc Size of Struct Scheme Continuation. Und da casten wir jetzt. Setzen brauchen wir da. Müssen wir schon was setzen? Eigentlich noch nicht. Header hat er auch keins. Hat er einen Header? Doch. Weiß jetzt nicht. New Continuation. Im Moment habe ich das ja nur getrennt, aber eigentlich sollte das ja in die Struktur mit rein, in die Scheme-Objekt-Struktur. Das machen wir später. So, jetzt erstmal das hier. New Cons, natürlich Quatsch, New Cont. Okay, jetzt haben wir zumindest mal wieder ein System, das wir starten können. Und jetzt machen wir mal einen Breakpoint an die Stelle, wo wir gleich ins Trampolin reinspringen und dann machen wir da mal einen Single Step ab der Stelle. Was sagt er? No Symbol is loaded. Bauen. Jetzt aber. Okay. Und jetzt, da wollte ich eigentlich gar nichts machen. Was landet da jetzt hier? Ist da noch ein Debug? Das ist blöd. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich gleich hier, ja, von da ab Single Steppen. Starten wir es nochmal. Restart. Ja. Jetzt. So. Also, unsere aktuelle Continuation haben wir hier. Und, aha, das ist ein Tag unused. Vielleicht sollte man da doch einen Tag gleich reinsetzen. Da sind die zwei Argumente drin. Hier wäre ein Return Value, da steht noch nichts drin. Und der P-Counter, wo er jetzt hinspringen würde, wäre jetzt Scheme Val. Sehr schöne Caller hat er auch. Contfile Caller. Wenn er da rauskommt, dann geht er zu Finish. Okay, jetzt machen wir mal Single Step, steppen da rein, zack. Jetzt sagt er NextCon PC Function, jetzt holen wir uns die Function, was ist das? Das ist Scheme Val. Da springt er jetzt gleich hin, zack, jetzt sind wir in Scheme Val. Die Expression hat er schon rausgeholt, die sehen wir jetzt hier dummerweise nicht. Vielleicht sollte man die in eine lokale Variable reintun, damit wir die hier im Debugger besser sehen. Und jetzt kommt hier einfach ein Symbol, weil ich habe ja hier an der Stelle ihm gesagt, die Expression ist einfach nur das Symbol, da soll er also ein Lookup machen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, jetzt kommt der C-Return und da können wir, glaube ich, nicht reinsteppen, weil ich das als Defined gemacht habe, nicht als Inline-Function. Also vielleicht mache ich das jetzt mal als Inline-Function, damit man da... Kann ich aber eigentlich nicht, weil ich muss ja returnen am Schluss. Also aus der Inline-Function kann ich nicht einen Return durch den Caller machen, in C zumindest nicht. In Smalltalk wäre das leichter möglich. Schade. Also insofern müssen wir wahrscheinlich doch mit dem Makro leben. Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Fällt jemand was ein, wie wir das anders lösen können?
Es geht um dieses Ding da am Ende, dass wir hier reinsteppen können. Wir könnten das, ja. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Bitte? Man könnte ja einfach in der Inline-Function ein Argument füllen und oder halt dieses Cont erstellen und füllen. Und ja. Das. Das könnte man machen, richtig, ja, okay, machen wir es so. Also, und dann definieren wir es hier als Inline. Dann machen wir hier if def use Makros. Das würde ich mir trotzdem mal offen halten für später. Und dann machen wir hier ein else. Und dann machen wir hier erstmal eine muss ich das definieren als static? Nee, einfach als inline. Inline cont unterstrich c return. Return value ist ein Object. Ja. Und dann kommt da der Code rein. Aber cont brauche ich auch noch. Hier drin. So, und jetzt definieren wir dann das C-Return als Return unterstrich C-Return von Cont und von Return Value. Da können wir reinsteppen, was er da drin macht. Na, Moment, ich verliere mein Mikrofon. Mein Ohr ist zu wackelig. So, das geht irgendwie. Heute hält es nicht gut. Jetzt geht's. Passt schon. Na. So. Das war der. Und analog dazu die anderen auch noch. Brauchen wir eine Tailcall. Die macht genau das hier alles. Auch wieder. Und schreibt die Klammer zu und dann definieren wir hier den C-Tail-Call als C-Tail-Call und geben den Continuation, haben wir schon, als Argument mit und den Rest, das braucht man immer. So, und das letzte noch wäre der da unten. Das wäre C-Call. Argument, muss ich vielleicht auch noch OBJ definieren und hier oben auch noch, das habe ich noch vergessen. So, und jetzt kommt das hier, da kommen die Dinger weg. Okay. Und define den Call als den hier. Haben wir da die Klammern überall weg? Okay. Und dann fehlt noch ein Endif. Und das wird der C-Call Return. Okay, jetzt kann ich es eigentlich schön beibehalten, brauche ich bloß noch alles rekompilieren und müsste eigentlich funktionieren. Schauen wir mal, von wegen. Conflicting Types for unterstrich C Return, warum denn das? Previous Definition. Ach, habe ich hier. Moment, da habe ich zweimal das gleiche definiert hier. Tail Call muss das heißen, natürlich hier das zweite. Ja. Hatte ich auch noch. Wo war das? Moment. Da, okay. So, stimmt es immer noch, Funk undeclared, warum ist Funk undeclared, Moment, wo waren wir hier, Funk,
Da habe ich, glaube ich, meinen Tailcall, habe ich ein Argument vergessen. Das ist, erste Argument muss das Func sein. Okay, kommt noch ein Zusatzargument dazu. Also Tailcall. Func. Und hier haben wir ein, das muss dann eine Continuation Function sein. Und hier unten genauso. Ups, sehr, sehr viele Warnings. Wie geht's los? Moment. .281 Initialisierung macht Pointer. Ach, New Continuation, das heißt New Scheme Continuation natürlich. Sorry, und das da, hätte ich da oben auch falsch gehabt. New Scheme Continuation. Ja, es sieht schon viel besser aus. Dann haben wir Scheme Eval, der Return-Wert ist noch falsch, das ist richtig, das ignorieren wir jetzt erstmal. Okay, starten wir es nochmal neu. Okay, Trampolin. Jetzt müssten wir da eigentlich wunderbar reinsteppen können. Schauen wir mal. Step. Jetzt rein. Zack. Nächste Zeile. Zack. Und da steppen wir jetzt wieder rein. Zack. Jetzt sind wir hier. Genau. Jetzt sagt, setzt er den Return Value. Zack. Returned Cont Caller. Jetzt kommen wir hier aus dem Return wieder raus. Jetzt sind wir hier drin und jetzt haben wir Next Cont gesetzt. NextCont, schauen wir mal, was NextCont jetzt ist. NextContinuation, jetzt müssen wir also returnen an Finish. Wunderbar, das heißt, zack, jetzt geht er hier wieder rein und jetzt landen wir in Finish. Das wäre also genau das, was wir eigentlich wollten. Schauen wir mal, was der Return Value ist. Ja, wir können auch printen lassen. Step. Und jetzt müsste eigentlich Scheme print, jetzt kommt da was raus, machen wir Continue. Ja. Scheint so, als würden wir jetzt hier endlos drin hocken. Das Finish muss natürlich am Schluss, darf das nicht einfach returnen, sonst lande ich da wieder im Trampolin, sondern Finish muss dann tatsächlich ein Finish sein, in dem Fall. Das heißt hier jetzt für uns Exit 0 vielleicht. Aber wir werden nachher natürlich hier als Continuation-Adresse REPL wieder angeben, sodass wir im REPL bleiben. Aber jetzt nur mal so für uns jetzt hier. Jetzt haben wir einen Eval durchgeführt, und zwar einen simplen Eval, der nur ein Symbol zurückliefert. Starten wir es nochmal. Jetzt können wir gleich Continue sagen. Dann, ups, das war jetzt nicht so ganz das, was ich erwartet habe. Moment nochmal von vorne. Ja, jetzt. Warum stimmt jetzt der Breakpoint hier nicht mehr? Finish. Wieso kommt das hier wieder rein? Bad Access, ach so, Could Not Access Memory, Moment, ach so, halt, stopp, da stimmt noch was nicht, O ist falsch hier an der Stelle, O ist nil, aha, Cont-File-Read-Wahl ist falsch, sorry, indirekt Cont, was haben wir da drin, Read-Wahl ist null, das stimmt natürlich nicht, also nochmal von vorne, da haben wir noch einen Fehler drin. So, jetzt nochmal hier reinsteppen. Trampolin. GetBinding wollte ich jetzt nicht unbedingt durchsteppen. Okay. Hier C-Return. Return Value. Was haben wir im Return Value? C9, was könnte das sein? Das ist die 100. Oder die 200. C9 könnte 200 sein ungefähr. Also was in der Größenordnung. Das sieht also gut aus. Dann kommt Cont-Pfeil-Redwahl ist Return Value, Step, Return. Jetzt lande ich wieder am Trampolin. Jetzt kommt die nächste Function, das ist die Finish.
Net value 0. Ah, falsch. Okay, mein Return-Makro ist noch falsch. Der hat es ins falsche. Wenn ich einen Return mache, muss ich nicht in meinen eigenen Continuation, sondern in die Caller-Continuation. Ich gehe ja hier, ich returne ja den Caller. Und dann darf ich es nicht bei mir, weil mein eigenes Ding, meine eigene Continuation wird ja verloren. Also conf-file caller.redval. File redval. So muss es sein. So, jetzt nochmal. Jetzt lasse ich mal direkt laufen. Switch Tag. Schon wieder. Segmentation Violation. Was haben wir jetzt von O? 0 immer noch. Spiele ich jetzt? Nochmal. Was war das? Moment, ich war an der falschen Stelle. Habe ich das nicht übersetzt? Ah, Blödsinn. Okay, habe ich nicht richtig gesichert. Doch, da steht's. Das war der Define halt. Da unten kommt's, da unten ist unser Inline. Das ist jetzt Duplicate Code, sehr schlecht. Sieht man gerade. Okay, nochmal alles neu bauen. Jetzt aber. Weg. Jetzt kommt die 100 raus. Wunderbar. Und Programm exited normal. Also, das war's. Soweit so gut. Jetzt haben wir also die Minimalgeschichte hier mal erledigt. Jetzt würde ich mal sagen, gehen wir gleich zum REPL und stellen den mal um. Das heißt, wir springen jetzt, früher sind wir ja hier in REPL reingesprungen, jetzt springen wir in den. Jetzt haben wir hier allerdings ein Problem. Der REPL wird aufgerufen mit Standard in und 1 als Argumente. Das sind jetzt keine Objekte. Das könnte ich zwar auch mit irgendwelchen Casts in meiner Continuation ablegen, führt aber später, wenn wir dann Garbage Collection machen, zu Riesenproblemen. Also da sollte dann schon wissen, was sind Objektpointer auf Scheme-Objekte und wo sind keine drin, weil der Garbage Collector wird später dann die einzelnen Pointer verfolgen müssen. Also sollte man tunlichst vermeiden, solche Mischungen zu machen. Wenn irgendwo ein Feld ist, wo ein Objekt, ein Lisp-Objekt drin steht, sollte da immer ein Lisp-Objekt drin stehen, dann sollte man sich darauf verlassen können. Deswegen würde ich gerne jetzt den Standard in eigentlich entweder nur im REPL drin haben, damit wir jetzt weiterkommen. Die richtige Lösung wäre natürlich die, das Standard-In auch als Scheme-Objekt irgendwie zu rappen oder zu halten und dann über die ARG1 und ARG2 dann da drin halt zu halten. Das gleiche ist diese 1 hier hinten. Da haben wir ja ein Argument gehabt, ob er ein Prompt machen soll oder nicht. Da wäre es eben auch gescheiter, das wäre ein Scheme-Objekt gewesen, also zum Beispiel False oder True. Scheme False, Scheme True. Dann kann ich das auch in der Continuation übergeben und weiß immer, da habe ich einen gültigen Pointer an der Stelle. Was wir alternativ machen könnten, wäre folgendes, wir machen hier in unsere Scheme Continuation einfach, und das mache ich jetzt mal auf die Schnelle, einfach hier noch ein paar Felder rein, die nenne ich mal Non-Scheme-OBJ-Args. Da kann man quasi Argumente übergeben in der Stelle, in den Feldern, die jetzt keine. Aber das ist nur eine Notlösung jetzt für heute. Also ich baue das dann wieder aus, aber jetzt mache ich es mal so. Gehen wir wieder zurück zum Main und dann würde ich hier unten eben dann sagen, ich rufe den REPL auf und der soll sich das aus den Non-Scheme-Pointer-Dingern rausholen. Also dann sagen wir hier, wir holen uns eine neue Continuation. Non-Scheme-Object-Args an der Stelle 0 ist Standard-In. Einfach damit das Interface gleich bleibt. Da kommt eine 1 rein, das sind die zwei Argumente. Und dann sagen wir, das war's. Und der P-Counter wird der REPL. Und wir springen wieder ganz normal in unseren Trampolin rein. Okay, das brauchen wir vielleicht auch noch tatsächlich, den Setjump. Das können wir jetzt alles nach vorne ziehen. Machen wir das mal. Das kommt hierher. Und den Code da unten, das habe ich eh, das können wir später noch machen, sobald wir es haben. Jetzt springen wir also ins Trampolin von REPL. Jetzt müssen wir unseren REPL umstellen. REPL war bisher eine Void-Function. REPL wird jetzt eine Cont-Function, obwohl sie nie zurückkommt.
Doch, die returnt natürlich jetzt. Und die kriegt eine Continuation als Argument. Und, Moment, ich hole mir die Namen kurz vorher raus. Also, cont, die Continuation. Und hier drin können wir sagen, define input-file als cont-file. Und jetzt war jetzt das non-scheme. Zu lang, will ich nicht tippen. So. non-scheme-object-rx0 und define dieses ehemalige do-prompt wird dann unser non-scheme-object-rx2.1. Gut, jetzt geht es eigentlich ganz normal weiter. Input-File, new-input-stream, setzt das auf. Da hätten wir es eigentlich gehabt, vielleicht hätten wir das doch gleich oben schon bauen sollen und dann hier reingeben. Das wäre wahrscheinlich gescheiter gewesen, statt dieses non-Ding zu machen. Ich würde mal sagen, das machen wir so. Dann können wir hier nämlich sagen, Input ist rx0 und do prompt, machen wir dann gleich ein Scheme-Objekt draus und beim Caller machen wir hier rx an der Stelle 1. Dann brauchen wir das hier nicht mehr. Dann gehen wir zum REPL-Aufruf nochmal hin und sagen hier, wir bauen hier ein für alle Mal am Anfang dieses Input-Objekt, Objekt Input. Input ist new scheme file input stream, input file ist standard in. Und dann rufen wir den auf und sagen arx an der Stelle 0 und arx an der Stelle 1 ist scheme true. Und den REPL, jetzt brauchen wir nämlich diesen Klutsch nicht mehr machen, der eh so hässlich war. Machen wir es gleich wieder raus. Das war hier. Non-Scheme-Object-Arx fliegt wieder raus. War hässlich. So, wieder zurück zum REPL. Main. Na komm schon. Da. Jetzt sind wir beim REPL. Und jetzt geht's hier los. Jetzt machen wir hier ein Scheme-Read. Das können wir machen. Aber jetzt müssen wir Eval aufrufen. Und wir wollen, dass er nach dem Eval hier weitermacht mit einem Scheme Print. Wir können aber nicht weitermachen. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Continuation, eine zweite Teilfunktion. Wir müssen an der Stelle die C-Funktion splitten in zwei Teile. Wenn Sie Assembler hätten, könnten wir jetzt einfach das Label machen. Beziehungsweise, wenn man, es gibt auch C-Compiler, die einem das erlauben, dass man ein Label, eine interne Funktionslabel-Adresse sich geben lässt. Da könnte man dann quasi hier eine Continuation, in die Continuation diese Label-Adresse reinstopfen. Allerdings, wie das nachher ist mit dem Stackframe, dass das Stack wieder stimmt und alles, das ist höchst unwahrscheinlich, dass das das richtig macht. Deswegen machen wir es jetzt halt auf diese andere Art. Das heißt, wir brauchen hier jetzt eine Funktion. Wir rufen hier eigentlich das Eval auf. Also wir machen einen C-Call mit zwei Argumenten. Wie ist der C-Call? Continuation Call. Moment, ich muss nochmal nachgucken, wie das Ding hieß. Ich habe es gerade schon wieder vergessen. In der letzten Woche C-Call 2, genau, das war unser Makro. C-Call 2. Ah, da stimmt schon was nicht. Wir müssen hier noch mitgeben, wo es weitergehen soll. Ich zeige es Ihnen gleich nochmal. Main. Also ich will hier eigentlich sagen, ruf mir mal bitte auf die Funktion Scheme Eval mit zwei Argumenten, nämlich das erste wird das O, das andere wird mein Scheme Top Environment, so weit, so gut. Und wenn du fertig bist, dann mach bitte weiter in der Confunc REPL 2. Das heißt, ich muss dem C-Call hier noch mitgeben, wo es weitergeht. Machen wir ein zusätzliches Argument, REPL 2. Dummerweise muss ich das jetzt auch noch forward deklarieren in C. Das heißt, ich muss hier sagen, es gibt eine Confunc, die heißt REPL 2, damit er hier drin überhaupt den Code richtig generieren kann. Semikolon kommt da hinten natürlich. Und das war es an der Stelle, da muss ich keinen kleinen Kommentar machen. Never reached. Da komme ich nicht mehr raus. Das heißt, auch meine While Loop hier macht keinen Sinn, weil ich komme ja hier nie wieder zurück. Also muss ich hier sagen, if. Ja? Definiert seid es da oben? Ja. Das ist egal. Okay. Es geht beides. Ich kann es auch so machen. Okay. Also wir können es nachher mal kompilieren, dann sehen wir, dass es beides geht.
Das sieht auch hässlich aus hier irgendwie. Naja, schwarz C ist hässlich. Okay, also diese While Loop, die kann man natürlich auch nicht machen, weil wir hier sowieso nie wieder rauskommen. Das heißt, wir müssen hier uns überlegen, wenn FEOF von Input File, dann müssen wir hier gleich einen Return machen. Das heißt, wir machen hier an der Stelle einen C-Return. Und was war der Return Value? C-Return. Was wäre der Return Value vom REPL gewesen? Der war eh void. Also geben wir hier vielleicht mal ein Scheme void. Der REPL beendet sich, wenn er ganz am Ende rauskommt. Dann habe ich hier die Variablen, ziehe ich da hoch. Also zumindest das O, das V brauche ich nicht mehr. Dann sagen wir hier if do prompt, das ist ja jetzt ein Scheme-Ding, also müssen wir hier sagen gleich Scheme true. Dann kommt der Reader, das ist noch ein traditioneller rekursiver Aufruf. Sollten wir jemals aus dem Reader wieder in den Eval springen wollen, was wir im Moment nicht tun, das heißt, das im Moment ist nicht schlimm, dann müsste man den kompletten Read auch umstellen, dass der auch mit Continuation Passing läuft. Also spätestens dann, wenn Sie es zum Beispiel erlauben, dass der Reader wieder in Scheme reinspringt, wenn man zum Beispiel User-Defined Reader-Funktionen oder sowas definieren kann, Character-Makros oder sowas, was Schemes normalerweise können, dann muss der Reader auch wieder zurückspringen können in den Eval und dann muss ich den Reader eigentlich auch umstellen, dass der auch mit Continuation Passing läuft. Bis jetzt machen wir das nicht und die einzige Routine, die wir umstellen, ist im Prinzip die Eval. Nur die machen wir jetzt mit Continuation Passing. So, also jetzt kann man dann geschweift die Klammer zumachen. Never reached, das war das. Und jetzt kommt der REPL 2, da kommt jetzt der Folgecode, da kommt jetzt das, was wir hier eigentlich hatten. Das heißt, ich definiere hier wieder, sollen wir das jetzt wirklich so hässlich machen, dass das jedes Mal da undefined, aber eigentlich ist es schon in Ordnung, wenn man das so tut, weil das eigentlich nur hier in dem Scope gilt. Und falls wir jemals die Reihenfolge verändern oder irgendwelche Funktionen dazwischen machen, wäre das sinnvoll, man macht es so, weil dann kann man nicht aus Versehen auf eine Variable zugreifen, die nachher dann nicht mehr im Scope ist. Obwohl, das würde der Compiler auch merken. So, also wir haben hier jetzt wieder, wir kommen jetzt hier in diese Continuation rein und haben den V, der ist jetzt unser Cont-File-Retval. Oder hieß es Return-Value? Ja, Retval. Das heißt, das ist das hier. Wunderbar, jetzt können wir hier den Code weiter übernehmen. If V gleich Scheme EOF, das heißt, er hat ein End-of-File gekriegt, dann machen wir hier ein C Return Scheme Void. Und dann sagen wir if V ungleich Scheme Void, dann kommt der Print. Unser Scheme Printer ist auch noch regulär. Also insofern brauchen wir uns da jetzt noch nicht drum kümmern, aber den würde man wahrscheinlich auch irgendwann mal auf Continuation Passing umstellen. Da müsste man hier an der Stelle sagen, CP Call, Scheme Print. Mit allen Konsequenzen, dass wir dann die ganze Print-Routinen auch ändern müssen natürlich. Aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Okay, und jetzt an der Stelle, was machen wir da? Da machen wir einen C-Tail Call. Und zwar wieder in unseren REPL rein. Und zwar hat er unser Tailcall, Moment, da muss ich nochmal kurz nachgucken, der hat doch eigentlich auch Argumente. Header. Tailcall, gibt es auch Tailcall 2. Also das Erste, was wir jetzt an der Stelle gleich machen, wenn wir hier vorbeikommen, muss ich hier dieses zusätzliche Argument mitgeben, das ist quasi eine Cont-Funk. Das ist eigentlich die Return-Adresse, wenn man so will. Ja? Wo der Caller dann weitermachen soll. Oder ist das Return-Adresse ein guter Name? Dann nennen wir es mal Continuation-Adresse. Und die Continuation-Adresse, wo muss die hin? Die muss in meine Current. Also Cont-File-P-Counter ist gleich. Damit, wenn der Call gecallte nachher wieder über die Continuation zurückkommt, dass der dann hier wieder vorbeikommt. Okay? Ein bisschen, ja? Von hinten durch die Brust ins Auge, aber jetzt machen wir das da oben auch noch ins Makro rein, falls wir das nachher wieder jemals wieder auf Makros umstellen, machen wir das hier auch, Komma Continuation Address, das war's schon, okay, übernehmen, jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Main, also wir haben hier oben den jetzt richtig gefixt, der macht es in Ordnung, der landet, wenn er wieder hierher kommt, hier. Und jetzt machen wir hier den Tail Call mit zwei Argumenten.
Und das ist wieder unser REPL. Und das erste Argument ist eigentlich wieder der Input. Und das zweite Argument ist der Do-Prompt. Und der braucht natürlich keine Continuation, weil der kommt eh nie hier wieder vorbei. Der macht nicht weiter, der macht einen Return. So, das war's schon. Das war der REPL. Schauen wir mal, ob der kompiliert. Von wegen. 5.1, Input-File, ja, Input-File muss ich natürlich sagen, Moment, REPL 2, wo ist mein REPL 1, da oben, da ist auch noch was mit Input-File, Input-File ist natürlich ein File-Stern, Input-File und das ist Input-File, Moment, das habe ich doch irgendwo noch gehabt, aber wenn wir das jetzt hier, da hinten habe ich es glaube ich in da, Scheme Input File. So, und das gleiche müssen wir da unten auch noch wieder machen. Also wir müssen uns alles immer wieder rausholen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil man natürlich die lokalen Variablen von oben unten immer sieht, weil wir eine neue C-Funktion haben. Das ist ein bisschen lästig, aber so ist Make. Man sagt der C-Call passed 4 Argument, but just takes 3. Sorry, da habe ich noch was vergessen. C-Call 2 passt 4 Argumente. Ah ja, richtig, okay, hier unten habe ich es gemacht, hier oben nicht, genau. Das heißt, hier haben wir noch die Kontadresse und hier haben wir auch die Kontadresse. Ist eigentlich ganz nett, wenn man es als Makro definiert, dann kriegt man das... Oh, sorry, ja, da brauche ich natürlich keine. Sondern hier unten kommt die hin, da. Danke. Make. Okay, das ist noch immer noch nicht durch. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir wenigstens in den, durch den REPL durchkommen. Das heißt, habe ich da noch einen Breakpoint? Machen wir mal weg. Ah, Welcome to Scheme. Und im Reader sind wir auch schon drin. Halten wir mal an. Wo sind wir jetzt gerade? Ja, wir sind hier in dem REPL gelandet und wir sind natürlich in dem ersten Read an der Stelle. Machen wir mal einen Breakpoint an die Stelle ran, wo wir dann den ersten Aufruf machen. Okay, und weiter geht's. Und jetzt geben wir mal was ein. Cons 1.2. So, jetzt kommen wir aus dem Read raus. Natürlich, O ist unser Cons 1.2. Printen wir es mal. There is no number main cons. Ach, ich weiß, was ich gemacht habe. Okay, Moment, Sekunde. Jetzt bin ich aber gespannt, ob es funktioniert. Immer noch nicht. Doch, es war mir nämlich zu blöd, dass hier immer alles gezeigt wurde von dem Ding und jetzt habe ich eine kleine Printregel eingebaut, dass er immer in das Tag reinguckt und dann nur die korrespondierende Struktur anzeigt. Damit wird das ein bisschen schöner. Also hier haben wir unsere Cons 1.2, das ist quasi hier das was ich gerade eingelesen habe. Jetzt steppen wir mal da rein. Call, natürlich jetzt erzeugt eine neue Continuation. Step. In der alten Continuation setzt er den P-Counter, damit wenn der später den Return wieder macht, dann dass er wieder da weitermacht. Das ist die Cont-Adresse und das ist die Adresse REPL 2. Hier oben sieht man es. Also Step, Caller, zack, Arg, P-Counter setzt er für den Trampolin an der Stelle. Also wie gesagt, wenn Sie Assembler hätten, dann würden Sie hier an der Stelle machen ASM-Jump nach Funk. Können wir sich nämlich den Roundtrip durch den Ding sparen. Allerdings müsste man den Stack aufräumen. Also auf den Stack muss man achten, dass der nicht wächst. Aber das könnte man theoretisch machen, indem man den Stackpointer wieder auf den Basepointer hochsetzt. Kommen wir noch dazu. Nächster Schritt. Return New Continuation. Jetzt sind wir wieder im Trampolin und springen rein. Und jetzt kommen wir hier in unseren Eval. Der evaluiert jetzt... Der evaluiert jetzt noch nicht das Richtige, weil der kommt jetzt hier in unser Scheme Evalist rein, Tailcall, machen wir wieder einen Step. Der übernimmt
oder recycelt den aktuellen Cont. Das macht der Tailcall nämlich, im Unterschied zum normalen Call. Zack, zack, zack. Weiter geht's. Und jetzt sind wir hier wieder. Und jetzt landen wir in Scheme by List. Und da sind wir eigentlich noch im Abort, weil den müssen wir jetzt auch noch umstellen auf Continuation Passing. Das zieht sich jetzt durch. Also eval List, der wird ein bisschen komplizierter. Wobei hier der obere Teil, der ist nicht so schlimm. Das heißt, wir machen als erstes mal wieder einen CP-Call mit zwei Argumenten. Und zwar wollen wir aufrufen, wieder den Scheme-Eval. Die zwei Argumente kommen hier rein. Und die Continuation-Function wird Scheme-Eval-List-2. So, und damit ist die Funktion zu Ende. Zack. Und jetzt kommt eine Static-Cont. Scheme-Eval-List-2. Die Variablen da oben, die brauche ich hier gar nicht, aber das lasse ich jetzt erstmal. Definieren wir das wieder. Ich frage mich, ob man irgendwie ein Makro schreiben könnte, indem man die zwei Dinger definiert, hier außen rum. Und unten wieder undefiniert, entdefiniert, dass man sagen kann, Begin-Function, End-Function, die quasi, ja, vergessen wir es. Also ein Makro, was weitere Defines beinhaltet, aber es geht, glaube ich, nicht so ohne weiteres. Zumindest nicht, nee, es geht nicht. Kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Also, dann sagen wir hier, das war das hier, Func-OR-Syntax. Jetzt haben wir hier ein Func-OR-Syntax, das kriegen wir jetzt erst hier raus, Func-OR-Syntax. Und das ist natürlich jetzt cont-file-retval, das ist der Return-Value von dem Call. Jetzt können wir hier einen Switch machen und hier drin sagen wir einfach cp-tail-call 2 und wir rufen jetzt hier in dem Fall auf das hier. Ah, wir brauchen noch einen Dreier. Weil hier haben wir drei Argumente. Also Tailcall 3. Definieren wir gleich. Hier haben wir auch drei. Exprofunk or Syntax Environment. Und dann haben wir hier nur, hier haben wir zwei. Nee, auch drei. Und hier hinten haben wir zwei. Na, was hat er jetzt gemacht? Hier waren wir. Also durch die Makros wird es halbwegs erträglich. Halbwegs. So, dann kommt hier unten Undef Express und jetzt geht es wiederum weiter. Jetzt brauche ich, ja, das war soweit ganz gut. Schauen wir mal, wer da kommt. Make. Scheme Eval List undeclared. Also können wir es gleich mal beweisen. Ich kann es mal innen definieren. Cont Make. So funktioniert es. Nee, Scheme 121. Habe ich doch gemacht. Scheme Eval List 2. Schauen wir mal, was da rauskommt. Muss es doch außerhalb. Erstaunlich. Ja, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Hat es recht. Bitte?
Nee, das ist jetzt ein anderer. Jetzt ist nur Redeclaration, weil hier oben habe ich sie so definiert und unten habe ich sie static. Also das heißt, man muss es so machen. Ja, Schema war List 2. Moment. Wieso ist das jetzt? Ach, Tailcall 3, okay, called. Außerdem heißt es nicht CP, sondern nur C-Call. Okay. Okay, und CP Tailcall heißt es auch nicht, sondern C Tailcall 2. Genau, jetzt fehlt nur noch das Dreier. Das machen wir kurz. Das ist natürlich analog zu dem anderen. Irgendwie ist das blöd mit diesem kleinen Bildschirm. Tailcall definieren wir wieder beide hier oben als Makro. Tailcall 3, Arg 1, Arg 2, Arg 3. Und dann haben wir hier noch ein Arg 3 drin. Und hier unten das gleiche, da haben wir, irgendwie bringt mir das ganz schön durcheinander, wenn der die Inline-Function zuerst kommt und dann der Define. Vielleicht machen wir das einfach so. So, okay, und jetzt der Tailcall dazu. Tailcall 3 hat noch ein Arg 3. Ich glaube, mit 3 müssten wir auskommen. Vielleicht brauchen wir aber auch noch einen Tailcall 4. OBJ Arg 3. Arg 3. Danke. 3. Conflicting Teil, da ist auch noch ein Dreier rein. So, Parsing Arg 2 auf Tailcall 2 in Scheme Eval habe ich jetzt noch was falsch gemacht. Und zwar in 133, das ist doch gleich hier ums Eck. 1, 2, Env, was ist ein Env? Aha, Env gibt es gar nicht, natürlich. Env ist ja eigentlich, nee, ist nicht eigentlich, Env ist richtig. Passing Argument 2 from incompatible pointer type. Warum sagt immer nicht, welches sind? Too many arguments, da stimmt irgendwie alles Mögliche nicht. Das heißt, hier habe ich wahrscheinlich ein Ich glaube, da habe ich noch was falsch gemacht, hier in dem Makro. Ja. Und jetzt sagt er immer noch zu falsches Argument, Objekt, Objekt, Arg 3. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Passing Argument 2, das müsste das erste gewesen sein. Also im Prinzip das Arg 1 habe ich falsch. Das Arg 1 Expr, Func or Syntax, das ist ein Object, Expr, habe ich doch alles. Argument zur Expo, das ist das hier, wäre falsch. Und zwar überall. Expo ist aber ein Cont-File Args. Ja. Au, oh, halt, was habe ich denn da noch drin? Cont, nee, Func. Func war falsch. Ah, okay, das ist das Arg 2. Sorry, die Function ist falsch. Das heißt, er hat hier wahrscheinlich... Nervt ihn das, dass das jetzt static ist?
So picky muss er aber nicht sein. Ist doch eine Cont-Function. Oder muss ich hier angeben, dass die auch ein Cont erwartet? Moment. Nee. Jetzt mache ich mal das Static raus. Nee, das kann auch nicht sein. Das wäre... Ja, es ist aber das zweite Argument, nämlich das hier, Scheme. Ach, nee, er hat natürlich recht, Scheme, weil Build-In-Function habe ich ja noch gar nicht umgestellt. Klar. Ich glaube, ich werde auch die Funktionen so benennen, alle die Continuation-Passing-Funktionen sind, kriegen irgendwie ein C-Präfix, damit ich das dann gleich sehe, welche ich schon umgestellt habe und welche noch nicht. Das machen wir gleich. Das heißt, ich nenne die jetzt nicht mehr Scheme-Eval, sondern überall, wo ich das Scheme-Eval aufrufe, da rufe ich jetzt auf das C-Scheme-Eval, Continuation-Scheme-Eval. Und, nee, da muss ich alles wieder ändern, die ganzen Header-Definitions-Files, das will ich jetzt eigentlich auch nicht machen. Okay, dann stellen wir es um. Also, Scheme-Eval-User-Defined-Functions, die muss ich alle umbenennen, beziehungsweise ändern. Sind die da oben. Die erste ist die da. Static, das wird jetzt eine Cont-Function und die kriegt auch ein Cont. Also da müssen wir halt, wir müssen ja eh durch insofern. Und jetzt kommt hier wieder unser Define. Define expr als Cont-File-Arex an der Stelle 0. Dann kommt Func und Environment 1, 2. Ups, geh weg, da will ich sein. Das war's. Das reicht fürs Erste. Static cont hier unten auch. Das kopieren wir mal rüber. Und hier hätten wir auch eine Continuation. Dann die da unten. Function unevaluated arglist, ups, function unevaluated, oh, jetzt haben wir hier ein Reihenfolgeproblem. Function unevaluated arglist und environment, jetzt habe ich darauf geachtet, shit. Nee, aber ich glaube schon, Build-in-Syntax und Build-in-Functions waren, glaube ich, gleich aufgerufen. Okay, und das wird jetzt auch eine cont. Und die letzte, das ist die da unten. Die gibt es eh noch nicht. Okay, da steht eh noch Unimplement drin. Insofern ist das da kein Problem. In zwei Argumente, wo sind sie hier? Na, eins zu weit, jetzt hier. Und zwar hatten wir hier, nee, stopp. Eins höher. Da sind wir. Expr. Und Environment. So, Code wird immer hässlicher. Ich muss nachher mal ein bisschen aufräumen und die ganzen Dinger vielleicht sauberer einrücken. Ja, irgendwann sollte ich einen Undef machen. Eigentlich nach jedem am geschicktesten wäre es immer hier einen Undef wieder machen, damit man... Also zum einen kriegt man natürlich vom Compiler um die Ohren, dass man eine Redefinition macht. Und zum anderen ist es natürlich unschön, weil, wie gesagt, wenn ich dann eine Hilfsfunktion oder sonst irgendwas dazwischen packe, die auch wieder Environment oder Func hat, dann tut es natürlich nachher nicht mehr. Undef. Nochmal und nochmal. Weg. Und hier hinten auch entsprechend undef. Was haben wir hier? Expr und Environment. Nehmen wir die da aus. Expr. Environment. So, dann machen wir noch ein bisschen Leerzeilen drumherum, dass wir nachher besser durchblicken. Es ist vielleicht ganz gut, dass wir das vorher schon rekursiv hatten. Dann hat man nämlich den Code innen drin, den fassen wir möglichst nicht an. Naja, wir werden ein paar Mal anfassen müssen. So, und unten gibt es glaube ich auch noch ein fehlendes Undef. Ne, da ist eins da. Okay, übernehmen. Schauen wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Make.
Jetzt ist noch der Return Value falsch, natürlich, weil das sind jetzt Continuation Functions. Das heißt, wenn wir hier reinkommen, was macht die? Die wird jetzt eh komplex. Die geht ja die ganze Liste durch und ruft rekursiv jedes Mal wieder Scheme Eval auf. Das heißt, die jetzt zu zerbröseln wird ein bisschen schwierig. Vor allem hat sie ein paar temporäre Variablen, nämlich hier ArgList nochmal und Last Value und List of Values, also die und möglicherweise sogar ein ArgCount. Die müssen wir also auch noch in irgendwo hinpacken. Ich weiß nicht, wie viel Platz haben wir jetzt im Moment in unserer Continuation für lokale Variablen. Bitte, 5 waren es, gell? Wir werden wahrscheinlich eine oder zwei mehr brauchen. Gut, wir müssen durch Eval ArgList. Also brauchen wir das eigentlich mehrfach Eval ArgList? Das brauchen wir wahrscheinlich bei der User Defined auch nochmal. Ja, nein, der macht aber Bindings und der andere, der sammelt sie bloß auf. Insofern, ja gut, gehen wir drüber. Also, der hat jetzt hier eine Argliste, die er dann mitzählt. Das ist quasi seine Current-Position in der Arglist, wo er gerade evaluiert. Dann hat er eine, währenddessen sammelt er die Evaluated Args dann auf in der neuen Liste. Wir brauchen jetzt also lokale Variablen, machen wir uns mal zwei, noch eine mehr, dass wir 6 haben. Das heißt, wir kommen hier in Args, wo ist hier, gehen wir da einfach mal auf 8, dann haben wir genügend. Und gehen hier rein und jetzt können wir dann sagen, okay, die Arglist, die tun wir rein nach Cont-File Args an der Stelle 3. Das heißt, Args ist ein bisschen ein ungenauer Ausdruck, sowohl Argumente als auch lokale Variablen halten wir da drin. Man sieht, es wird immer mehr wie ein Stackframe natürlich, ganz klar. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist, dass jeder sein eigenes Objekt hat. Was es noch vom Stackframe unterscheidet, ist, dass die dann überlappend in einem Array of Pointers abgelegt werden. Das machen wir dann auch noch als nächstes dann machen. Aber jetzt Schritt für Schritt. ArgList, dann kommt List of Values. Das definieren wir als 4. Und dann setzen wir das hier hinten auf Scheme Nil. Dann definieren wir den Last Value als 5 und setzen es hier auf Nil. Und jetzt haben wir wieder ein Problem, was ich vermeiden will, dass da jetzt wieder Integers drin sind und Pointer für später, für der Garbage Collect. Deswegen werde ich da jetzt eine Scheme Integer verwenden mit Tags statt Integer. Das heißt, ich werde da jetzt sagen, ich zähle den Argument Count auch hier drin mit, aber ich setze den auf, wie haben wir es genannt? Make Scheme Integer, Moment. Dateibrowser. Make Small Integer. Und Small Integer Value, die zwei muss ich verwenden. Also Make Small Integer von 0. Nicht von 9, von 0. So, und jetzt geht's los. Arglist. Können wir so machen, while arglist ungleich scheme nil, while können wir schon einmal nicht machen, weil wir nicht hier drin bleiben, spätestens hier an der Stelle, wo wir unser scheme, wo ist es, scheme eval rekursiv aufrufen, hier an der Stelle, spätestens da knallt es. Also müssen wir uns überlegen, was macht er in dem Fall? In dem Fall macht er einen Return hier am Schluss. Das heißt, wir sagen als erstes, if argumentliste gleich nil, dann kommt der Code von da unten. Jetzt müssen wir erstmal prüfen. Den kopieren wir uns mal her. Dann kommt der Code hier rein. Und zwar guckt er hier erstmal, ob die Function auch wirklich ArgCount hat. In dem Fall wäre das sogar 0. Also ungleich. Da müssen wir jetzt den Small Integer Value wieder rausholen. Small Integer Value von ArgCount. Argument Mismatch in Function, soweit so gut. Dann kommt hier Return und da machen wir natürlich ein C-Return draus. Build-in-Function. Das setzt voraus, dass man die Build-in-Function so aufrufen kann. Können wir jetzt erstmal so machen, vorläufig.
Aber es gibt zwei, drei Built-in-Functions, die ihrerseits wieder den Scheme-Eval aufrufen. Das heißt, wir müssen jetzt alle Scheme-Built-in-Functions auch mit Continuation-Passing versorgen, damit der nachher wieder richtig in Eval reinkommt. Sonst kriegen wir nachher doch wieder ein Problem. Jetzt vorläufig lassen wir es mal so, aber tatsächlich im nächsten Schritt müssen wir das dann auch noch machen. Sorry, das zieht sich dann schon ein bisschen durch. Also, und ansonsten, was passiert ansonsten? Ansonsten sagt er, brauche ich das unevaluated arg noch? Das ist hier eine interne Variable. Okay, dann kann ich die auch intern verwenden. Das heißt, hier sage ich jetzt, unevaluated arg ist car von arg, evaluated arg, oder ist das unevaluated arg, habe ich das da oben drin? Nee. Genau, und hier rufe ich jetzt, evaluated arg brauche ich nicht, aber hier rufe ich jetzt scheme eval auf und scheme eval aufruf wird natürlich bei mir ein cp call mit zwei Argumenten, nämlich ich rufe auf scheme eval und ich möchte das übergeben und es soll weitergehen, wenn er wieder zurückkommt, in scheme eval build in function unterstrich 2. Das ist, wo habe ich es? Scheme eval build in function unterstrich 2. So, und damit, das war es dann schon. Da komme ich nämlich nie mehr raus. Da ist meine Funktion zu Ende. Jetzt brauche ich hier ein cont scheme, und zwar static. Static cont scheme eval build in function 2 mit cont cont. Und da lande ich, wenn ich aus dem eval, scheme eval wieder rauskomme. Und vorher hatte ich das zugewiesen dem evaluated arg. Das kann ich jetzt auch zuweisen, aber es ist jetzt natürlich mein retval. Ist gleich cont-file-retval. Das war der hier. Jetzt brauche ich einen neuen cons. Und das brauche ich nicht mehr, das funktioniert jetzt. Jetzt geht es weiter, list of values. Wo haben wir list of values? Das haben wir hier drin, glaube ich, in dem, ja, das haben wir hier in der continuation drin gespeichert jetzt. Also müsste das auch jetzt hier da sein. Da können wir jetzt hier sagen, if list of value gleich scheme nil, dann das. Ansonsten last value, das stimmt alles noch. Dann kommt der hier. Dann kommt der hier. Dann kommt argcount plus plus geht nicht, weil argcount ist ja jetzt ein Scheme-Integer und kein Integer. Also muss ich sagen, argcount gleich make small integer von small integer value von argcount plus 1. So. Na, vielleicht hätten wir noch ein paar non-object args drin lassen sollen für solche Zwecke. Und jetzt geht es weiter. Das ist das Ende von unserer ehemaligen Loop. Das heißt, jetzt müssen wir eigentlich wieder hier hochspringen in diese While-Loop an die Stelle. Was ich jetzt aber mache, ist, ich dupliziere den Code einfach. Der ist nämlich, jetzt habe ich mein While vergessen. Wo war denn der While-Anfang? Sorry, ich muss mal kurz ins Original reingucken. War jetzt ein bisschen blöd, dass ich das nicht da gelassen habe. Hier, while arglist ungleich scheme nil. Das heißt, jetzt muss ich hier reinspringen. Blöd, ich will den Code jetzt eigentlich nicht duplizieren. Ich kann aber auch nicht den hier als Continuation angeben. Das heißt, na, vielleicht duplizieren wir ihn doch. Argcount, hier macht er ein Kuddel. Blöd. Also entweder ich mache hier nochmal eine Continuation-Function dazwischen, das machen wir vielleicht, machen wir das so. Dann gehen wir hier nach der Initialisierung, springen wir hier hinter das Anfang den While, das wäre quasi hier an der Stelle. Da brauchen wir eine neue Continuation-Function, dann machen wir da eine zweite draus. Und machen hier einen C-Tail-Call. Tail-Call möchte ich eigentlich keinen haben, der meine Argumente kaputt macht. Ich will eigentlich bloß hier raus und hier wieder reinspringen. Vielleicht brauchen wir noch einen C-Jump. Das können wir machen. C-Jump nach hier.
und definieren noch einen Jump in unserem Header-File, das kann ich kurz machen, der macht nichts anderes, als dass er einfach alle Variablen, wie sie drin sind, belässt, aber dorthin transferiert über das Trampolin. Dann können wir den Code wiederverwenden. Scheme.h, wo sind wir? Scheme.h. Also wir definieren ähnlich wie der Tailcall einen C-Jump. Der eine Funktion hat, wo er hinspringt, keine Argumente überschreibt und einfach nur ins Trampolin springt und darüber geht. Und das da unten definieren wir genauso, dann machen wir das, nehmen wir das daher. Tailcall 3, das ist quasi ein Tailcall 0, wenn man so will. Jump. Function. Der ruft C-Jump auf. Continuation und Function. Jump. So. Und der springt so rüber. So, und da können wir nämlich hier oben den Code wieder verwenden. Da haben wir hier das Aufsetzen der Variablen. Dann springen wir hier nach Build in Function 2. Hier drin sagen wir, prüfen wir die Arglist und dann geht es weiter. Dann macht er den Call, springt hier weiter nach Build in Function 3. Das da unten wird Build in Function 3. Der sagt, er muss aber irgendwo den Cutter noch machen. Wo hat er denn den gemacht? Halt, da haben wir noch was vergessen. In Scheme Eval Build in Function. Da muss es nämlich noch einen Cutter geben. Wo war's? ArgList ist Cutter von ArgList. Ah doch, das habe ich hier gemacht. ArgList ist Cutter von ArgList und Last Value hat er gesetzt. Genau. Alles klar, das stimmt soweit. Und dann setzt er den ArgCount hoch und hier ist das Ende von der While Loop. Das heißt, jetzt müssen wir hier einen CP. Jump nach Anfang der While List, das war das da. So, und die Argumentprüfung kommt dann da oben, der Return haben wir schon. Das wäre jetzt umgestellt. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt kommt hier der Undef noch. Undef von den 3, 4, 5, 6 Dingern. Weil hier ist fertig, das ist quasi jetzt die Funktion aufgedröselt in 3 Teile. Also undef und nochmal undef. So. Das wird natürlich spaßig für diejenigen von euch, die das in Java machen wollen alles. Diese Makros machen es noch halbwegs erträglich, aber ich weiß nicht, in Java müsste man halt einen C-Präprozessor drüber laufen lassen, das geht ja theoretisch auch noch. Da gibt es auch schon Makropakete für Java. So, jetzt schauen wir mal, ob das kompiliert. Make. Kompiliert natürlich nicht, das ist klar, wie immer. C funktioniert nie auf Anhieb. Das erste ist, dass wir wieder so eine Vorwärtsdefinition brauchen. Für dieses cont muss auch static sein. Static cont scheme eval build in function 2. Und wir können auch die Dreier hier auch gleich definieren. Das waren mal die da. Vorwärtsdefinitionen. Die wollen auch ein cont. So, make. Ah, schon besser. cp call 2. Ich habe eine Tendenz, da immer cp zu schreiben. Statt C-Call, vielleicht sollte ich sie umbenennen. Okay. Passing Arg 2 auf C Return. Scheme Eval 35 hier oben. Das ist ja eine Object, das ist quasi der. Das Resultat, das heißt, wir hätten hier eigentlich, machen wir mal eine OBJ, Redval from Build-in-Function. Und das ist ja ein Objekt. Also Redval from Build-in-Function ist das da hinten.
das, was die built-in-Function mit den List of Values zurückliefert. Da stimmt jetzt was mit den Klammern nicht. Okay, das, was die zurückliefert. Und eigentlich will ich hier sagen, CP return das Ding. Das geht natürlich, ja, geht eigentlich schon. Passing Argument 2, das ist... Ah ja, 37. Inkompatibel. Scheme built-in function.code, habe ich das schon umgestellt? Scheme built-in function. Code ist eine Object-Function, die liefert ein Objekt zurück. Sieht eigentlich gut aus. Das sieht eigentlich gut aus. Moment mal, was ist Func? Func ist args, das ist richtig. Was haben wir jetzt noch falsch? Wenn diese Compiler ein bisschen netter wären und mir ein bisschen mehr sagen würden. Sieht es jemand von euch? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was jetzt gerade falsch ist. Das ist definitiv ein Object, das ist eine Object Function. List of Values, das kann es nicht sein, das ist das Ding. Das steppen wir nachher mal rein. Ich muss mal reingucken, was da tatsächlich kommt. Aber er sagt es überall. 92 sagt das gleiche wahrscheinlich nochmal. Return. Das ist sowieso falsch, das ist klar. Achso, Moment, habe ich da einen Return-Steher gehabt? Das muss natürlich ein C-Return sein. Aber es war ein C-Return. C-Return. Moment, Header. Ach so, sorry, ich habe das zu weit rechts gehabt die ganze Zeit, aber das war jetzt eh. Da war nichts drauf. C, Return. Return Value, Redval. Return. Und der andere. Return Value, Return Value, Return Value. Sieht gut aus. Ja, können wir machen. Wäre gut. Okay. Kann ich mal ein bisschen suchen.